Und damit herzlich willkommen zurück zu Hyper Dimension Neptunia. Ja, wir sind mit Last Station durch, was unser Level-Dings angeht, also was unsere Dungeons angeht. Sind zwar noch ein paar neue dazugekommen jetzt, aber das ist erstmal unrelevant. Ich gucke jetzt mal kurz was nach. Request from an Overlord. 70 immer noch, ja, ich dachte, da ändert sich vielleicht irgendwas. Das Video ist vorbei. Ich hatte gerade mal ein Video geguckt von Player Support. Na? Von Let's Player Support, da beobachte ich immer mal irgendwie wieder mal. Gucke ich rein, was es so für Leute gibt, neue Leute gibt oder so, was er als so zu sagen hat. Nein, ich werde jetzt nicht in die Beschreibung packen, weil das hier nicht dazu gehört. Und als Lied kommt, als jetzt mache ich wieder Musik an, das als erstes Lied ist Altavir mit Lieder. Eins der wenigen neuen Lieder, die ich gut finde. Die ist noch jetzt zugekommen, gucken wir mal rein. Das ist Level 30, das machen wir jetzt noch nicht. Könnten wir vielleicht auch schaffen, aber das machen wir jetzt nicht. Invasion. Genau, das ist, dann machen wir das jetzt, dann mache ich es nämlich jetzt so. Wenn was Neues dazu kommt, mache ich das neue, schreibe ich das auf. Und naja, mache ich dann halt nach und nach weiter halt. Wir gucken mal rein, was hier noch so in der World Dings drin steht. Planet Tune. Ist nichts dazu gekommen, Leute, nichts Neues drin. Inbox ist nichts Neues drin. Okay. Also jetzt machen wir erstmal, denke ich mal, noch Story weiter. Ich habe momentan nur das einzige als Story-Abschnitt-Dings drin. Und zwar: A Request from Avenir. Another request from Avenir. One of the party's regular clients. There find a familiar person waiting at their job site. Oh! Ist direkt ein Event. Wunderbar. Und das war's. Ja. Na dann. It's been a while. I've been waiting here so I can explain your job to you. Na dann, ne? Hey, you're that funky solicitor who keeps popping up ever since we saved you. Are you working hard or hardly working? It's been ages since I heard that. Do I seem busy? I'm taking half the week off. I'm basically done. Wie ging das hier? Genau, also. So, ich werde jetzt das mal durchlaufen lassen hier. Nebenbei hol ich mir was. I knew you were a twisted bunch. Mikrofon abnehmen. Well, most manufacturing is done by the machines now, so. Righto. Your guy hates people technicians, yeah? Most of the work is done by machines, huh? Yes. Anyway, let's cease the gossip and get back to the topic at hand. This facility here is older than you think. It was already closed down a few years back, actually. And you just abandon a perfectly good building like that? How selfish. So what are we doing here? So, wie wird da? Ging ja schnell. Problem ist, dass man hatte das Problem, es dauert ein bisschen länger, bis es dann weitergeht. Weiß nicht, warum das so ist. Dauert immer länger, bis er das dann weitermacht. Ist übrigens ein kleiner Kritikpunkt an dem Spiel, finde ich. Und ich esse ein bisschen was. Das sollte doch hoffentlich nicht stören. Ich meine, ich habe die Gummitiere ja nicht umsonst. No, just the items we specify. You can pocket whatever other garbage you find. Jetzt sag mir mal ernsthaft, wen würde es denn stören, wenn ich gar nicht was esse?
So, what are we looking for? Bazookas, lucky strikers, cardboard boxes? Na gut, wenn du die ganze Zeit hast, der ganze so macht. Less like items, dann ist es bestimmt nervig. Like materials. We're looking for a certain. Aber es gibt auch Leute, die auch beim normalen Reden machen. Ich meine, weißt du, jetzt können sie vielleicht nichts dafür, aber. Cute girls roughing their delicate hands looking for rocks? Naja. What you gonna do with rocks anyway? Essen ist, finde ich, das Normalste vom Normalen. Das kann. Das, man muss es machen. Es kommt, naja. Started to get in the way of our mining. Oder eigentlich, man muss essen, um of course, they're not just normal rocks. One possesses enough energy zu bekommen. To power a game console for 10,000 years. Und gerade, finde ich zumindest, gerade wenn man sehr, sehr spät abends, wo man sowieso schon müde ist, wenn man ganz nachher sich hat, und dann aufnimmt, oder irgend sowas macht, dann braucht man es, denke ich mal. Eine Stärkung, da reicht kein Kaffee, den du mal eben trinkst und dann, oder nebenbei trinkst. Durch das Kauen, ne? Was du quasi machst. Was denn jetzt? Huh? Did the entrance just close on us? Yo, Solicitor, what did you do? What did I do? Oh dear, I'm sorry. It seems there was some malfunction and the entrance has closed. Hm. Ich kann mal was gucken, weil ich hab gerade. Oh, ich sehe gerade, wenn ich das Spiel eintrage, welches ich gerade spiele, dass der Vater so benennt, habe ich das N vergessen. Bei Hyper Dimension. Also. Doch, hieß mal dieses. Das ist ja wirklich wahnsinnig. Das ist ja schrecklich. Was ich eigentlich sagen wollte, du hast das Kauen. Ich hasse being in the dark like this. Ist, please open the entrance now. Da verhinderst du. Das Handy ja. I'm fine. I guess complete darkness isn't quite fair. I'll turn a few lights on so you can see where you're going. Dass du gehen musst. Du bist das mal hier hin. Muss ich mir noch was überlegen. Ein ganzes Wii-Steuerungszeug, muss ich woanders hin tun irgendwann. Da verhinderst, wie gesagt, du verhinderst quasi durch das Kauen, dass du sehr viel gähnst quasi. Sitzt zwar hier so, irgend sowas halt. Du musst ja nicht viel reden. Kannst du auch mal was in den Mund steckst, Pause machen. Oder beziehungsweise wenn du mal so eine Sequenz hast, die du nicht viel reden musst, die quasi selbst erklären, so Zwischensequenzen und so ähnlich. Name, da kannst du ja auch was essen. Aber grundlegend, wenn du kaust, gähnst du weniger. Zumindest ist das bei mir so. What we do to you? Why are you doing oh, this? Egal. I thought we were kind of like neighbors. Deswegen hoffe ich, dass ich dadurch weniger gähne beim Spielen. Denn ich glaube, so ein Gähnen während des Spielens, während des Let's Plays, kommt nicht so gut an, wenn du hier die ganze Zeit sitzt so. Ich müsste eigentlich jetzt schlafen, weil ich müde wie Sau bin. Und dann denken die Zuschauer auch, ja, dann leg dich doch ins Bett und nimm keine Pause auf, ey. Das kann es ja nicht sein, ey. Nur müde, der Kerl. Ja. No way. Ist ja im Grunde egal. Aber meistens bin ich auch sehr oft im Stress, was meine Videos angeht. No way. I know Nep-Nep very well. And Nep-Nep has only been Nep-Nep all this time. You can't be sure of that. I want to trust her too, you know. I was just joking, okay? Iffy. Oops, one last thing. This building will explode in a few minutes. Sorry for the cliche ending. Farewell!
What? He's gone. Sehr gut. What should we do? There are monsters around and we don't know if there's another way out. Okay, let's concentrate on getting out of here first. Next time we see him, we'll kick him where it hurts. Were you listening to me at all? That optimistic one-track mind ja. Is your main weakness and only strength. Was soll ich denn da groß noch zu sagen? Und so ein bisschen essen. Ehrlich. Wird doch wohl keinen stören, das ist natürlich. Wie gesagt, das ist natürlich. Jeder. Essen muss jeder mal. Ich meine, ich könnte mir jetzt hier schon eine Bockwurst essen, so ähnlich, keine Ahnung. Aber. Ja. Ach, schon habe ich keine Bockwurst gesehen. Doch, ich habe schon einen im Kühlfach, die müsste ich erst warm machen. Ja, aber. Deswegen habe ich jetzt eher Bock auf Gummitiere und. Warum sollte man. Den sowas. Muss mal Gummitieren. Ein bisschen was essen. Eine schlechte Bewertung bei einem Spiel kriegen. Im Spiel entgegen. Es geht ja halt nur darum, dass du halt. Ich finde zumindest, es geht darum, dass du halt. Den Zuschauern. Videos bringst, indem du dich von deiner natürlichen Seite zeigst. Und vielleicht auch am besten so von der Seite, wie du halt selber auch privat spielen würdest. Und deswegen habe ich hier Musik und habe hier was zu essen und was zu trinken. Weil ich, wenn ich privat spiele, Musik höre, esse und auch nebenbei trinke. Punkt. Gut, am Anfang traut man sich so gewisse Sachen einfach nicht, weil man nicht weiß, wie reagieren die Leute drauf. Zum Beispiel was das Essen angeht. Sollte ich das machen? Soll ich das nicht machen? Das kommt so unprofessionell rüber. Naja. Ich persönlich. Ich will das auch gar nicht professionell hier machen. Das ist für mich einfach nur ein. Das ist immer noch ein Hobby, das du halt hast, sag ich jetzt mal. Wie andere halt, sag ich, keine Ahnung, auf dem Spielplatz, auf dem Sportplatz gehen und Fußball spielen. So was ähnliches ist das für mich halt. For a situation like this. Für mich ist es ein Hobby, hier zu sitzen und für euch meine Zeit quasi zu verschwenden, auf gut Deutsch gesagt. Ich nehme mir quasi für euch die Zeit, mich hier hinzusetzen und Videos aufzunehmen. Wo ich die Zeit auch nutzen könnte, um selber ein bisschen was zu spielen. Weil ich habe ein ganzes Regal voll. Ich muss aber auch dazu sagen, die Hälfte habe ich noch gar nicht gespielt. Oder kaum gespielt. Ich habe mir ja neulich in meinem Unboxing gesehen, dass es das neue Assassin's Creed 4 geholt hat, Black Flag. Das habe ich noch nicht einmal eingeworfen gehabt. Zum Beispiel, ich könnte mich genauso gut hinsetzen und sagen, jetzt ich zocke ein bisschen privat, zocke jetzt privat. Aber ich will für euch hier Videos machen. Für mich ist YouTube ein Hobby. Ich dachte, wie für andere halt Fußball spielen oder wenig auf der Straße. Und ich bekomme keinerlei Geld für den Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, den ich hier mache. Ich mache mir quasi Arbeit, die ich mir grundlegend gar nicht machen muss und für die ich nicht bezahlt werde. Könntest du jetzt sagen, da bist du dumm oder so?
Aber nee, weil es ist halt, es macht, ist halt eine Arbeit, die quasi mein Hobby, Zocken. Mit a victory for our party. Ich sag mal, ein bisschen mit Arbeit verbindet quasi. Und ich finde, ich habe davon nichts, wenn ich mich zu Hause hinsetze, die Spiele, die ich habe, für mich selber spiele, finde ich. Ich sehe da zumindest halt da momentan so. Ich habe davon nichts. Und irgendwie müssen die Leute ja auch die Spiele kennenlernen. Na gut, du könntest jetzt sagen, es gibt doch schon 60 Millionen andere tausend Let's Player da draußen. Es gibt aber auch noch Spiele, die halt noch nicht. Es gibt auch so von deutschen Leuten vor allem. Oh boy, whatever. I guess I have some time. Gut, das ist nicht mein Hauptargumentationsgrund, warum ich das hier mache. Um mal so ein bisschen zu erklären, warum ich den Scheiß überhaupt mache. Ich nenne es gerne mal Scheiß, weil. Sag ich zu allem, selbst wenn ich. Das wäre irgendwas super geil finden würde, die Gummitier zum Beispiel. Sag ich da auch meistens dazu Scheiß. Warum ich den Scheiß überhaupt esse zum Beispiel. Oder ich kann dir nicht sagen, warum ich den Scheiß überhaupt esse. So ungefähr. Das ist nicht beleidigend gegen das Hobby, gegen das Essen oder gegen die Gummitiere oder gegen sonst was. Ja, unglaublich. Ja, wo war ich jetzt eigentlich? Genau. Das Flasche umgefallen. Jetzt kann ich nicht aufmachen. Na, Cola halt. Ja, wo war ich? Genau. Wie gesagt, ich. Ist irgendwie so, ich. Naja, es bringt. Mir bringt es persönlich nichts, wenn ich mich zu Hause nur hinsetze und zocke. Für mich selber. Ich will, sag ich mal, andere Leute unterhalten. Kann man das irgendwas ausdrücken? Andere Leute unterhalten. Mit meinem Hobby hier. Sozusagen. Rede, ich meine. We're better than this. Es ist gar nicht wie. So eine. Eine tägliche Show, in der ich nur Scheiße labere. Wie so eine Komödiantin oder Mario Barth oder so ähnlich. Nur halt. Bezogen auf ein Videospiel oder mitten im Videospiel, je nachdem. Ja. Ja, das ist im Grunde alles. Ich meine, wie gesagt, früher habe ich noch ein bisschen anders gedacht in der Hinsicht, aber. Nein. Wenn man die Beweggründe kennt, warum ich überhaupt angefangen habe, dann denkt man sich, wie messen die das? Vor allem, wenn man eigentlich nur angefangen hat, weil. Ne, ich habe angefangen, um das mal zu erklären, ich habe angefangen, weil eine Kollegin mich darum gebeten hat. Oder nicht gebeten hat, sondern sie hat gesagt, ich mache einen Kanal. Wo quasi. Mehrere Leute Videos machen. Also quasi so ein. Nennt sich das? So eine. Kooperationskanal, sag ich jetzt mal, wo mehrere Let's Player quasi Let's Plays machen und jeder macht halt ein anderes Spiel und sowas da. Irgend sowas. Auf jeden Fall. Ich hab den Kanal quasi aufgemacht. Bis überhaupt ging es teilweise schon so. Vorher, ich habe ja einen Kanal gehabt. Auf dem lief es nicht so gut. Da wusste ich überhaupt nicht, was ich mitmachen sollte. So, ja. Muss man ausdrücken. Auf jeden Fall. Habe ich mir gedacht, ich mache eine. Ich
Ich hatte mir überlegt, machst du vielleicht, du hast ja mal früher, also ich habe angefangen mit Let's Plays. Das lief nicht so gut. Qualität. Schon Arsch. Dann habe ich aufgehört, weil keine Lust, keine Motivation, kein Feedback dahinter, irgend sowas halt. Ja. Auf jeden Fall, dann habe ich mit irgendwas anderes weitergemacht, irgendwelche Videos mit Bildern und Musik im Hintergrund, ja. So größtenteils. Auf jeden Fall. Und dann irgendwann, ne? Ja gut, verfolgt habe ich letztens den Satz wohl auch schon, aber in der Zeit schon nicht mehr angefangen, aber im Grunde fehlt mir persönlich selber so die Motivation selber was zu machen. Irgendwann habe ich dann angefangen mit Playthroughs, also anfangen zu spielen, es aufzunehmen und ohne zu quatschen natürlich. Hatte damit aber weitaus nicht, naja, es lief besser bei, also ich meine jetzt im Sinne von Sachen Motivation, weil es einfach nur, es war ja mein Hobby, Socken, nur halt, was ich gemacht habe, habe ich gleichzeitig aufgenommen, ohne zu reden, habe einfach drauf losgemacht. Und ich habe das Ganze so gehalten, dass ich dann nicht daraus so eine Workshop mache, dass ich alles ganz genau zeige und ordentlich mache und das fehlerfrei wird, sondern auch wenn mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt hat, wenn ich einen Fehler gemacht hatte, vor allem bei Mario Sunshine. Aber versteht doch mich eigentlich. Es. Naja, ich hatte mehr Motivation da in der Sache. Aber es sieht ja viel lieber auch aus. Und dann war auch da irgendwann die Luft raus, sag ich jetzt mal. Ready to go treasure hunting? Hä? Ach, ist egal. Da wird schon nichts Wichtiges geben. Wenn doch, dann ist es halt so, dann ist es halt weg. Und so wichtig wird es schon nicht sein. Wie gesagt, da war irgendwann die Motivation raus. Irgendwann habe ich dann gar nichts mehr gemacht. Bin so quasi so ein kleines Tief gefallen, wenn man so will. Keine Motivation für nichts, gar nichts. Hat arbeitslos da rum, hab Videos geschaut. Ja. Größtenteils gar nichts weiter gemacht. Ja, was soll man dazu sagen? Naja, dann. Ich Videos geguckt, habe halt nur noch, sag ich mal, und habe sehr viel kommentiert. Angefangen, ich habe da angefangen, Kommentare zu schreiben, auf Facebook abzuhandeln. Einfach nur die Videos auch zu kommentieren, die ich quasi geschaut habe. Das kam so ein bisschen zu kurz, fand ich. Bei mir auch. Ich habe in der Phase, wo ich selber Videos gemacht habe, habe ich sehr wenig, sag ich mal, Kommentare geschrieben. Naja. Das habe ich dann geändert, indem ich halt, als ich angefangen habe, immer schön Kommentare zu schreiben und Videos. Naja. Irgendwann kam dann halt mal zufällig meine jetzige Kollegin und beste Freundin Jasmin zu mir. Du, hör mal, ich mache hier einen Kanal mit mehreren Let's Playern. Hättest du vielleicht Lust, da mitzumachen? Ne? Also wusste ich, dass ich schon mal Let's Plays gemacht habe und so weiter. Ich stand schon ein bisschen enger mit ihrem Kontakt in dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall
habe ich mir gesagt, ja, ich überleg's mir. Und habe angefangen. Hab aber diesen Kanal hier aufgemacht. Vor keine Ahnung, wie viele Jahren. Zwei, drei Jahren. Waren zwei Jahre, das ist bestimmt in diesem schon. Noch ohne richtiges Konzept. Punkt. Gut, ja, jetzt ist es immer noch eher weniger ein richtiges Konzept drin, sondern auch nur so durcheinander. Aber ja, es ist. Auf jeden Fall, ich habe damit angefangen ohne irgendein Konzept und dann habe einfach angefangen. Mit Final Fantasy 13. Was by the way immer noch läuft. Ja, sagen wir es. Ich habe quasi angefangen, weil sie mich gefragt hat und ich halt quasi dachte, ja, du kannst es halt nochmal versuchen. Naja, und jetzt bin ich halt dort, wo ich jetzt bin. Zwar immer noch nichts in der Hand, sage ich mal. Ich sag mal, ich könnte jetzt darüber jammern, von wegen zu wenig Aufrufe, kein Feedback, keine Kommentare. Na, wie gesagt, ich habe mich ehrlich gesagt ganz ehrlich damit abgefunden, dass bei mir in meinen Kommentaren nichts los ist und mein Kanal an sich nichts los ist. Ich habe zwar da und da mal ein paar Kommentare und da werde ich mal abonniert, aber ich bin immer schon bei 233 Abonnenten, 32 Abonnenten, irgendwann 3. Okay. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass er das YouTube immer inaktiver wird. Das ist normal eigentlich. Ist es zwar nicht normal, aber als YouTube immer inaktiver wird, das merkt man einfach. Seitdem die Kommentarsektion sich verändert hat, wurde YouTube immer inaktiver. Weil das ganze Thema YouTube ist zwar an sich größer jetzt, YouTube ist größer, aber immer weniger Leute mögen es wirklich, weil da einfach und einfach, naja, das Design ist immer schlechter geworden. Die ganze Kooperation mit Google. Also, größtenteils ist die Luft raus. Viele gucken nur noch kaum. Naja. Ich sag dazu nichts, oder? Ich könnte zwar auch sagen, ich höre jetzt auf, weil hier nichts mehr los ist. Aber dann würde mir irgendwo was fehlen, da ganz ehrlich. Inzwischen ist es so, dass mir irgendwas fehlen würde, wenn ich es nicht machen würde. I mean, he's seen what we're capable of. I doubt he really thought this was going to be effective against us. Wie gesagt, der Grund, weil ich angefangen habe, war halt, weil man mich gefragt hat, ob ich halt mitmachen will irgendwo. Aber jetzt ist die Motivation eher riesig, dass ich halt auf alles auf meine Weise mache. Konzept, ich entwickle hier und da ein Konzept. Ich habe einen Uploadplan, wo ich früher gesagt habe, ich mache mir nie einen Uploadplan, weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, so aufzunehmen, dass ich auch diesen Uploadplan einhalten kann. Aber inzwischen habe ich die Möglichkeit dazu. Jetzt wird wieder gekämpft, ich muss den Part beenden. I guess that jackass was just trying to keep us busy for a while. It wasn't personal after all. Egal, ich mache jetzt hier den Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.